Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute geht es um Schwarz-Weiß-Fotografie. Schwarz-Weiß, also eigentlich das Fehlen der Farbe in der Fotografie, war von Anfang an, von Beginn der Fotografie im 19. Jahrhundert natürlich gegeben. Es gab keine Farbe in der Fotografie. Das heißt, die Fotografen damals waren darauf angewiesen, die bunte Welt, die sie aufnehmen wollten, so einzufangen auf Schwarz-Weiß, dass es trotzdem interessant und auch verständlich war. Also man musste die Farben umsetzen in schwarz-weiße Kontraste und Graustufen und musste trotzdem ein interessantes Bild erzeugen. Das war eine Kunst und das wurde auch sehr, sehr ausgiebig und sehr interessant von bekannten Fotografen umgesetzt. Wenn wir heute schwarz-weiß fotografieren, dann wählen wir das freiwillig, dann wählen wir das als Stilelement, weil uns das gefällt oder weil es für uns eine adäquate Umsetzung unserer Idee ist. Ich möchte dieses Tutorial in drei Bereiche aufteilen. Ein Bereich wird sich beschäftigen mit der Motivsuche für Schwarz-Weiß. Ein zweiter Tutorial-Teil wird die Umsetzung der Farben in das Schwarz-Weiß-Bild behandeln und der dritte Teil, mit dem wir heute beginnen, ist die Nachbearbeitung von Schwarz-Weiß-Bildern. Heute geht es also um die Bildoptimierung von Schwarz-Weiß-Bildern. Was ist eigentlich Schwarz-Weiß? Man muss ganz gut verstehen, dass Schwarz-Weiß eine Form der Abstraktion im Bild ist. Abstraktion deswegen, weil wir eine ganz, ganz wichtige Information, nämlich die Farbinformation, in eine Graustufeninformation umsetzen und dadurch abstrakt darstellen. Es fehlen also Informationen und es werden Informationen anders dargestellt, als es in Wirklichkeit der Fall ist. Ganz besonders typisch oder ganz besonders interessant ist das Schwarz-Weiß-Fotografieren von Porträts, also von Menschen, weil im Schwarz-Weiß-Bild die Farbinformation der Haut fehlt. Für uns als Betrachter, wenn wir Menschen betrachten, ist die Farbe der Haut, also nicht nur, ob ich jetzt eine ethnische Farbigkeit der Haut habe, sondern auch, ob jemand gerötete Haut hat oder ob jemand krank aussieht. Das ist ein ganz deutliches Zeichen, das wir subjektiv und sehr schnell wahrnehmen. Und das fehlt in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist zum einen vielleicht ein Nachteil, kann aber natürlich eine Chance sein, weil wir die Gesichtszüge und den Charakter des Menschen natürlich sehr, sehr schön zeigen können, ohne diese Farbinformation. Das heißt, auch da wird abstrahiert und wird reduziert auf die Gesichtszüge, auf grafische Elemente und auf die Charakterausstrahlung des Menschen. Wenn man schwarz-weiß fotografiert, das werden wir dann in einem anderen Tutorial noch zeigen, ist es sehr wichtig, grafisch zu denken. Da wir nur Graustufen haben, sind also Graustufen und Kontraste unsere Stilmittel und die müssen wir natürlich in Formen und in Mustern oder in Details wiedergeben und deswegen sollten wir bei der Fotografie von Schwarz-Weiß-Bildern grafisch denken. Das kann man dann übrigens auch beim Auswahl der Bilder oder beim Kriterium für die Auswahl der Bilder sehr gut mit einbeziehen. Schauen wir uns einmal ein paar Schwarz-Weiß-Bilder, die bereits fotografiert wurden, an und untersuchen wir, wie wir sie in der Nachbearbeitung optimieren können. Schwarz-Weiß-Aufnahmen leben davon, dass sich ihre Tiefenstaffelung und ihre Flächen in den Graustufen unterscheiden. Wir haben ja keine Farben zur Unterscheidung. Wir müssen durch die verschiedene Intensität der schwärzen und der hellen Bildbereiche, Strukturen, Flächen und eben auch, wie hier in diesem Bild, die Tiefenstaffelung durch Graustufen umsetzen können. Wenn man sich dieses Bild genauer anschaut, dann sieht man, dass man im Prinzip vier Ebenen hat. Einmal die erste Ebene wäre vorne das Wasser, das ein mittleres Grau ist. Wir haben die Brücke, die eine feine Struktur hat und eigentlich auch das dunkelste Element darstellt. Wir haben die Häuser im Hintergrund, die aufgrund des Wetters auch etwas grau wiedergegeben werden. Und der Himmel, der sehr hellgrau dargestellt wird, weil eben auch gerade schlechtes Wetter war und der Himmel sehr bewölkt war. Alles in allem ist das Bild aber insgesamt etwas grau in grau und wirkt dadurch auch nicht besonders spannend, weil die passenden Kontraste fehlen. Und eine ganz, ganz wichtige Möglichkeit nun im Photoshop ist, diese Kontraste und den Tonwertumfang
so einzustellen, dass das Bild viel mehr hergibt, als es das bisher tut. Wir schauen uns mal das Histogramm im Tonwertumfang, also in der Tonwertkorrektur an. Wir sehen, dass es hier im hellen Bereich, also hier bei den hellen Bildbereichen, eine sehr starke Spitze gibt. Das ist die großflächige weiße Himmelebene, also der Bereich hinten oben im Bild. Dann haben wir sehr viel Grau und eigentlich kein Schwarz. Man sieht hier im linken Bereich, dass so gut wie kein Schwarz vorhanden ist. Jetzt können wir durch Verschieben des Schwarzreglers die Tonwerte spreizen und durch Schieben des Weißreglers die Tonwerte im hellen Bereich auch spreizen. Und jetzt sieht man schon, dass hier ganz viel passiert. Wir sehen, dass plötzlich die Brücke sehr intensiv tief schwarz wird und dadurch sich sehr schön vom Hintergrund und auch vom Wasser abhebt. Das gleiche passiert mit dem Himmel. Wenn ich reinziehe den Weißregler, dann wird der Himmel noch heller und hebt sich noch besser vom Hintergrund der Gebäude ab. Die Frage ist jetzt, wie weit darf ich hier rechts und links reingehen? Darf ich hier nur berühren oder kann ich auch noch ein bisschen weiter reingehen? Genauso auf der rechten Seite im Weißbereich darf ich hier die Tonwerte nur berühren oder darf ich noch weiter reingehen? Natürlich kann man das direkt per Sicht am Bild selber entscheiden. Das würde ich aber nicht so immer empfehlen, weil zum einen eventuell der Monitor, den Sie gerade benutzen, vielleicht nicht kalibriert ist, das heißt nicht die richtigen Grauwerte angibt. Zum zweiten sollten wir dafür sorgen, dass die Bilder auch im Druck gut aussehen. Und da kann auch das Monitorbild manchmal täuschen. Es gibt hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ein Tool in Photoshop, wie man das sehr genau einstellen kann und sogar an einem etwas schlechteren Monitor beurteilen kann, wann ich an der richtigen Einstellung drehe. Stellen wir hier nochmal alles zurück und fangen wir mal mit dem Schwarzregler an. Ich klicke auf den Schwarzregler und jetzt, ganz wichtig, drücken Sie gleichzeitig die Alt-Taste auf Ihrer Tastatur. Jetzt sehen Sie, dass das Bild weiß wird. Das ist kein Fehler, sondern jetzt werden alle Pixel angezeigt, die im Bild reines Schwarz sind, also den Wert 0 haben. Und wir sehen, es gibt solche Pixel nicht. Das war ja klar, weil wir haben vorher schon im Bild gesehen, es gab kein wirkliches Schwarz, es gab nur dunkelgrau. Wenn ich jetzt mit dem Regler beigedrückte Alt-Taste weiter reinfahre, ich bin jetzt beim Wert 21, immer noch keine Pixel mit dem Schwarzwert oder dunkelgrauwert 21, 36 immer noch nichts und erst jetzt bei 40 gibt es ein paar ganz wenige Stellen im Bild, die jetzt wirklich schwarz sind. Ich lasse mal die Alt-Taste los und wir sehen mit der Vorschau, dass wir hier schon den dunklen Bereich wesentlich verstärkt haben. Jetzt können wir natürlich noch weiter reingehen und mal gucken, was passiert. Wenn ich weiter reingehe, werden die tragenden Elemente und die Strukturen der Brücke auch schwarz. Das könnte sogar ganz interessant sein, weil dadurch habe ich die Brücke grafisch sehr schön herausgearbeitet. Jetzt ist aber insgesamt das Bild zu dunkel. Deswegen schauen wir uns jetzt mal genau die andere Seite an, nämlich den hellen Bereich. Und wenn ich jetzt wieder mit gedrückter Alt-Taste auf den Weißregler klicke, sehen wir, dass das ganze Bild schwarz wird. Hier wird nun angezeigt, welche Pixel den Weißwert 255 haben. Ich fahre jetzt ganz langsam rein. Wir sind bei 248, 244 und erst ungefähr bei 240 sehen wir die ersten rein weißen Pixel im Bild. Wenn ich jetzt loslasse, dann sieht man, dass oben rechts im Bild weiß entsteht und der Rest des Himmels grau ist. Das würde einen unschönen Verlauf geben. Also mache ich weiter und fahre jetzt so weit rein, bis der gesamte Himmel weiß ist. So ungefähr. Wenn ich jetzt loslasse, ist der Himmel einheitlich weiß. Und wir sehen jetzt auch schon, dass sich der Kontrast im Bild extrem verstärkt hat, vorher, nachher. Und dadurch auch die Tiefenstaffelung zwischen dem grauen Vordergrund, dem schwarzen, intensiven mittleren Teil mit der Brücke, dem grauen Teil mit der Stadt und dem jetzt schneeweißen Himmel. So haben wir also eine ganz schöne grafische Zeichnung der Tiefenstaffelung in diesem Bild. Nochmal Vorher-Nachher-Vergleich. Und wenn Sie jetzt noch sagen, es ist mir insgesamt zu hell oder es ist zu dunkel, dann können Sie mit dem mittleren Regler das Bild in den Mitten noch leicht korrigieren. Das ist dann auch Geschmackssache. Ich bestätige das und wir machen weiter mit einem Porträt. Ich habe hier ein
digitales Porträt, das während der Aufnahme in Schwarz-Weiß umgesetzt wurde. Und dieses Porträt ist sehr schön, aber für meinen Geschmack noch ein bisschen zu grau. Auch hier können wir genau gleich vorgehen. Ich starte die Tonwertkorrektur und man sieht, dass es weder schwarze Werte noch weiße Werte im Bild gibt. Und hier können wir wieder ganz genauso vorgehen. Wir beginnen mit Schwarz und fahren mit dem Schwarzregler mit gedrückter Alt-Taste rein und spreizen die Tonwerte, so dass die ersten Bildpixel schwarz werden. Schauen wir mal, wo das genau ist. Das ist jetzt im Bereich des schwarzen Hintergrundes und der Haare. Das ist also vertretbar. Ich gehe wieder ein Stückchen zurück. Ganz wichtig, ein Bild wird im Druck immer dann als kontrastreich und angenehm empfunden, wenn die hellste Stelle im Bild reines Weiß ist, also Papierweiß im Druck, und die dunkelste Stelle reines Schwarz. Wir haben jetzt hier eine kleine Stelle reines Schwarz und wir haben jetzt hier eine kleine Stelle reines Weiß. Jetzt haben wir den maximalen Kontrastumfang, ohne dass das Bild zu sehr ins Schwarz oder ins Weiß abdriftet. Und ich kann den mittleren Bereich auch noch korrigieren. Man sieht, wie das Bild kontrastreicher und prägnanter geworden ist. Fazit: Sorgen Sie in der Regel immer dafür, dass Sie den dunkelsten Bildteil auf reines Schwarz ziehen und den hellsten Bildteil auf reines Weiß. Genau dann haben Sie nämlich die größtmöglichen Kontraste im Bild. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn Sie wirklich graue Bilder haben, zum Beispiel Bilder im Nebel, dann kann es eben sein, dass das gesamte Bild grau bleibt und auch grau gut aussieht. Jede Regel hat natürlich Ausnahmen. Aber wie wir gerade bei diesen beiden Beispielen gesehen haben, ist es auf jeden Fall ein Versuch wert, die Kontraste so einzustellen, besonders im Schwarz-Weiß, dass wir maximalen Tonwertumfang im Bild bekommen, dass die Spreizung der Tonwerte über den gesamten Tonwertbereich gehen. Nun möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie anhand der Gradationskurven noch genau die Feinheiten in den Graustufen zwischen Schwarz und Weiß einstellen können. Also vorhin haben wir uns darum gekümmert, wie wir den Kontrast und die Tonwertspreizung und den Tonwertumfang optimieren können. Jetzt geht es ein klein wenig um die Grauwerte dazwischen. Wenn Sie ein Farbfoto einfach dadurch in ein Schwarz-Weiß-Bild umwandeln, indem Sie zum Beispiel die Sättigung wegdrehen, dann funktioniert das, ist aber nicht immer sehr befriedigend. Wir haben also hier zum Beispiel auch ein etwas graues Bild, das wenig Kontrast hat und wo auch die Haut ein klein wenig langweilig grau aussieht. Wir können jetzt das Gleiche, das wir in der Tonwertkorrektur gemacht haben, auch mit Hilfe der Gradationskurven einstellen. Wir haben hier ähnliche Möglichkeiten, allerdings sind diese erweitert durch die Gradationskurve selber, die wir frei einstellen können. Ich möchte das mal ganz kurz nochmal im Detail erklären. Wir können auch hier die Tonwertspreizung vornehmen mit diesen beiden Schwarzregler und Weißregler. Und wir haben auch hier die Beschnitterkennung hier durch ein Feld, das man anklicken kann. Wenn ich jetzt die weißen Bereiche korrigiere, dann sieht man auch hier, wie die ersten weißen Pixel angezeigt werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier für Schwarz. Ich sehe jetzt hier durch Beschneiden des Schwarzreglers, wo wir tatsächlich schwarze Pixel haben. Und wir sehen, das ist hier eigentlich schon sehr gut. Da muss man gar nicht groß korrigieren. Und im Weißbereich bleiben wir mal so. Ich mache die Beschneidungsanzeige wieder weg. Und wir sehen auch hier schon, dass wir den Kontrast um einiges erhöht haben. Was mir jetzt noch nicht so ganz gefällt, sind die Grautöne, die hellen Grautöne im Gesicht. Das wirkt insgesamt noch etwas grau und etwas langweilig von der Art und Weise, wie die Kontraste verteilt sind. Und das können wir hier natürlich sehr schön mit der Gradationskurve selber regeln. Eine Gradationskurve ist immer eine Kontrastverstärkung, wenn ich eine leichte S-Kurve erzeuge. Also wir sehen hier durch das Erzeugen der S-Kurve einen viel höheren Kontrast im Bereich der mittleren Grautöne. Wir können diese S-Kurve auch noch verstärken. Und wenn ich jetzt aber diese Verstärkung gar nicht mal so sehr am Rand haben möchte, sondern eher im Bereich der mittleren Grautöne, dann kann ich diese
Kurve auch am Rand noch etwas abflachen. Dadurch ist die Hauptkontrastanhebung im mittleren Bereich der mittleren Grautöne. Das war jetzt wahrscheinlich ein klein wenig viel. Da muss ich wieder ein bisschen zurücknehmen. Wenn man das übertreibt, sieht man das auch sehr schnell an Tonwertabrissen. Hier können Sie jetzt also ganz genau den mittleren Graubereich so einstellen, wie Sie das haben wollen, mithilfe der Gradationskurve. So, ich zeige nochmal den Beschnitt im Weiß. So, und den Beschnitt im Schwarz. Und wir haben ein sehr schönes, sehr kontrastreiches und intensives Porträt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Tutorials haben Ihnen ein paar Anregungen gegeben und würde mich freuen, wenn Sie bei den nächsten Tutorials auch wieder dabei sind.